Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich habe mal die Schwierigkeiten ein bisschen leichter gemacht, weil ich glaube, ich bin einfach viel zu früh für den. Für den da hier. Und ich will auch nicht, dass er hier drauf geht, so ich will es nochmal versuchen. Der soll auf mich aber gehen. So. Es ist jetzt einfacher. So, der Geist von Fürst Blindrell wurde vernichtet. Ich muss das Schwert des Kreuzritters zurückholen, das er irgendwie zu seinen üblen Zwecken missbraucht hat. So, Schwert des Kreuzritters. Aber zuerst mache ich jetzt auch die Schwierigkeit wieder hierhin, normal. So, ich habe das Schwert des Kreuzritters wiedererlangt, aber es ist durch den üblen Geist entweiht worden, der es trug. Ich sollte es zur Kapelle von Arkay in Chaedenal bringen, um es wieder zu seinem heiligen Zweck zu weihen. Ich habe. Ja. Schwert des Kreuzritters. Beim Versuch, das entweihte Schwert des Kreuzritters zu verwenden, wurde ich mit einem schrecklichen Fluch belegt. Ich kann nur hoffen, dass dieser Fluch aufgehoben wird, wenn ich das Schwert in der Kapelle von Arkay in Chaedenal erneut weihe. Ich habe jetzt einen Fluch. Anfällig gegen Feuer, anfällig gegen Frost, anfällig gegen Gift, anfällig gegen Magie. Fürst Blindrells Fluch. Ah, okay. Ja gut, Sir Roderick ist gerecht worden und ihr habt das Schwert des Kreuzritters wiedererlangt. Ich ja. werde zum Kloster zurückkehren und meinen Ritterbrüdern die gute Nachricht übermitteln. Lebt wohl. Wenigstens er lebt noch. Wo ist denn eigentlich der Geist? Der lag doch hier irgendwo, oder nicht? Ektoplasma, die brauchen wir. So, wir können auch nicht mehr so viel tragen. Apropos, rüsten wir die mal aus. Wenn die schon bessere Rüstung geben. Was ist mit meiner Mana? Warum geht die nicht mehr hoch? Hier hatten wir alles. Kommandant. Ja, lass mich vorbei, bitte. Wir stecken uns auf der beste Weg. Ja, glaube ich nicht. Immerhin haben wir schon mal ein bisschen Dedra-Zeugs. Dwemer-Zeugs. Dedra noch nicht. Aber ich freue mich schon, sobald wir dädrische Rüstungen und so weiter kriegen. Mich wundert es nur, dass jetzt die Magie nicht mehr, also Mana nicht mehr wächst. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen, also leichter gemacht habe, das mit den Dingens hier, mit den Beeren hier, den Kampf. So. Ah, ne, warte, das ist nicht mein Pferd, oder? Oder? Prior Marborells Horse, ist das meins? Müsste meins sein, oder? So, Chaedenal, wo war das nochmal? Nein, ich möchte kein Schnellreisen. Leia Wien. Chaedenal war hier hinten, ne? Hier.
Okay, erst einmal den Weg zur Straße wiederfinden. Und hier entlang dann. Ich glaube, wenn ich jetzt erstmal gegen alles anfällig bin, ich renne einfach an allem vorbei. Was ist los? Ich muss aber ehrlich sagen, die Rüstung, die Dwemer-Rüstung sieht schon nice aus. Sieht hier schon wirklich nice aus. So, wir müssten aber auch bei Gelegenheit irgendwo jetzt mal pennen. Wir haben da jetzt sehr viele Punkte quasi verdient in dem Kampf gerade, also in dem Dungeon. Und ich muss meine Sachen auch mal reparieren und reparieren lassen. So. Es leuchtet auf jeden Fall rot. So, da haben wir schon das nächste Oblivion-Tor. Ich freue mich schon, sobald wir die alle machen, die ganzen Oblivion-Tore. Oh nein, die Musik. Ich wollte eh an denen vorbeirennen. Sollen die sich gegenseitig bekämpfen? Da wird sich die nächste Wache freuen. Der wird jetzt richtig was zu tun haben. Da kommt schon der nächste Wolf. Und da ist noch so ein Glühstein, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Da kommt schon der nächste Wolf. Hat er Schaden bekommen, weil ich auf dem gelandet bin? Kämpft er gegen mich oder gegen die Wölfe? Der kämpft gegen mich, okay. Ja, wo bleibt die nächste Wache? Wie lange bleibt jetzt der Himmel so rot? So. Da ist noch ein Keiler. Der will auch gleich wahrscheinlich Stress, ja.
Ne, ich muss aber erstmal die Klinge weihen, bevor ich da weiter, bevor ich gegen die ganzen Viecher hier kämpfe. Ach, bin ich alle losgeworden? Okay. Dann ist ja gut. Ich hoffe, es ist hier jetzt aber nicht so wie in Morrowind, dass die gefühlt versuchen, durch die komplette Map einzuverfolgen. So, hier haben wir schon den Weg nach Chedinal. Das ist die Einfahrt. Da haben wir schon wieder ein Oblivion-Tor. Ich feiere die Weitsicht, die wir hier haben. Hat das eigentlich mit meinem PC zu tun, dass das so weit möglich ist zu sehen? Was geht hier vor? Der geht boxen, okay. Hallo Wache. Warum wollt ihr nicht sterben? Sterben will ich schon gar nicht, also. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Okay. Wache hast du gut gemacht. Und wer war das da? Ankus Afranius. So, der hat wenigstens Dietrich dabei. Und der hier auch, Dietrich hier. Nein, das wollte ich nicht. Das ist noch so ein Glühstein. Okay, hier ist noch irgendwer, der Stress will. Natürlich der Wolf. Also ich bin jetzt aber gespannt, in was wir jetzt alles investieren können, beziehungsweise wie viel wir in was investieren können. Wollt ihr nicht sterben? Okay, die sind hinter mir her. Sollen aber gegen die Wölfe kämpfen. Warum kämpfen die nicht gegen die Wölfe? Vor allem, was ist das für eine, Okay, jetzt kämpft die gegen die Wölfe. Ach so, jetzt beide hinter mir her. Ich hoffe, da vorne sind jetzt Wachen, die den Kampf eben übernehmen. Was hat die da für eine verzauberte Waffe? Ey, lasst mein Pferd in Ruhe. So, was war das? Streitkolben der Legion. Was für eine... Pferd, du bist im Weg.
So, Silberpfeile nehmen wir mit. Gift der Abtrennung. Ein Zwergenstreitaxt. Die kann ich leider nicht mitnehmen, ansonsten bin ich überladen. So, erst in die Kathedrale oder? Ja, erst in die Kathedrale, würde ich sagen. Grüße. Grüße zurück. So, wo ist denn der Eingang? Muss man jetzt ernsthaft einmal außen rum? Ne, ich bin nur den Umweg gelaufen. Ja, super. Okay. Noch ein Daedra-Herz. Otessa. Warum haben... Stumpfe elerische Kriegsachs. Okay. Erandil. Umarils Aurorana sind vernichtet. Die Chedinha Kapelle ist vorerst sicher. Jetzt kann ich das Schwert des Kreuzritters auf dem Hochaltar wieder akaiweihen. Das Schwert des Kreuzritters wurde erneut geweiht. Ich besitze jetzt alle 8 Reliquien des Kreuzritters. Ich sollte zur Priorei zurückkehren, um mich mit meinen Rittern darüber zu beraten, wie man Umaril angreifen und vernichten kann. Ihr seid zu schwer belastet. Wiegt das Ding jetzt auf einmal mehr oder was? 20 Kilo? Hier. Warum töten die Leute hier andauernd, ey? Unglaublich. So, jetzt brauche ich aber definitiv einen Platz zum Schlafen. Nö. So, einen Schlafplatz brauche ich definitiv. Damit die Punkte verteilen kann und alles einmal wieder vollkriege ich hier, was Gesundheit, Mana und so angeht. So, ein Meister im Schleichen. Ja, okay. Was wollt ihr? Ich hätte gern ein Bett. Ich habe ein Bett frei. Für 10 Goldstücke die Nacht. Möchtet ihr es haben? Ich nehme es. Geht einfach die Treppe dort hinauf und nehmt die Türe auf der rechten Seite. Habt Dank. Auch ihr. Treppe hinauf und dann die Türe auf der rechten Seite. Die hier. So, 5 Uhr morgens. Wir rasten mal bis 8 Uhr.
So, wir haben richtig viel bekommen. Ich würde hier mal wieder was investieren. Vielleicht noch in Konstitution. Schnelligkeit. Vielleicht Willenskraft würde ich nochmal was machen. Was kann ich heute für euch tun, mein Freund? Nichts. Alles gut. Dankeschön. So, haben wir irgendwas, was wir eigentlich gleich verkaufen können, wenn wir ja schon mal hier sind? Die Kreuzritter-Sachen behalten wir. Das Schwert definitiv behalten wir auch, aber ich glaube, wir haben nicht. Obwohl, warte. Hab Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Hier können wir was verkaufen. Ja? Ich möchte gerne. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Jein. Die könnten wir gleich gebrauchen, aber hier, das darfst du haben. Ah, okay, das macht magischer Schaden und Feuerschaden. So, das darfst du auch haben. Daran habt ihr viel Gold verdient. Jein. Oh, wir hätten die Tränke nutzen können. Ja, gut. Die brauchen wir noch für eine Quest. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Schönen Tag. So, ich glaube, ich würde in der Hütte da in der Priorei vielleicht erstmal meine Sachen lagern. Vor allem, wie weit muss ich jetzt eigentlich nochmal hin, um zur Priorei zu kommen? Das ist hier bei Skingrad. Das heißt, jetzt einmal wieder hier komplett rumherum und dann hier irgendwie querfeldein durch die Wiesen und so. Ich muss ehrlich sagen, die Wemer-Rüstung, die sieht wirklich sehr nice aus. Gefällt mir sogar mehr als die in Skyrim. Jetzt bin ich gespannt, wie die dann aussieht in Elder Scrolls 6. So, das wird noch ein weiter Weg. So, immerhin, die Klinge ist jetzt wieder geweiht. Wir sind. So, komm, das machen wir eben. So, Schlachtrauchstein. Es scheinen keine Sterne auf den Schicksalsstein. Okay, muss man das irgendwie in der richtigen Reihenfolge machen mit den Dingern? Also die beiden Banditen.
Okay, der Soundtrack hat mich jetzt sehr stark an Skyrim erinnert. Oder ist das derselbe Soundtrack? Wurde der in Skyrim dann wiederverwendet? Dann finde ich nur schade, dass der eine Soundtrack aus Morrowind, den ich auch richtig nice fand, nicht auch noch wieder verwendet wurde. Den hätte ich gerne nochmal irgendwo gehört. Soll der sich drum kümmern? Oder die beiden eher? Also vor allem, ich frage mich eigentlich, im Vergleich zu Metallen, die wir hier auf der Erde haben und so weiter. Und was für ein Metall ist das Wemer-Metall hier angelehnt? Denn Gold ist das ja nicht, denn es gibt hier auch Gold. Oder vielleicht eine Mischung aus Gold und Stahl? Also Stahl ist ja auch wiederum eine Mischung aus Eisen und war das Kupfer, glaube ich? Eisen und Kupfer ergibt irgendwie Stahl. Was ist denn da hinter mir her? Ach, keine Zeit für die. Hier, das da leuchtet zum Beispiel blau. Den haben wir ja. Daher stellt sich mir die Frage, läuft das irgendwann ab? Muss ich da an dem Stein nochmal hin? Muss ich die Steine in der richtigen Reihenfolge machen? Oder kann ich überhaupt wechseln von den Steinen? So, erstmal hier entlang. Obwohl, wir können schon querfeldein ab hier. Ich hoffe nur, wir werden jetzt nicht wieder von einem Einhorn angegriffen. Da ist auch nochmal eine Hütte. Ach so, das ist die Hütte. Ich wollte schon sagen, hier gibt es auch Hütten so versteckt. Ja, irgendwas, was zaubern kann, ist jetzt hinter uns her. Ihr habt gefunden, Ninja Well. Was auch immer das sein soll. Aber ich hoffe, das Ding, was hinter uns her ist, ist jetzt gleich wieder weg. Perfekt.
Das Pferd konnte nicht schwimmen. So, ne, das war hier. War das hier die Priorei oder gehörte das zur Priorei? Wir haben hier random eine Hütte gefunden. So, Timberwolf. So, Sir Tedrit. Edler Kreuzritter, der Prophet ist hier. Er ist soeben eingetroffen. Der Prophet? Er schien zu wissen, dass ihr kommt. Er sagte mir, ich solle euch erwarten. Und da seid ihr ja. Kommt, er predigt in der Kapelle zu den versammelten Rittern. Ihr solltet sofort mit ihm sprechen. In der Kapelle? Vor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brelin? Ritter, erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Brelin von Silvinar, zu euren Diensten. Ich bin gekommen, um mich als Ritter im Dienst Auriels anzubieten, oder Akatoshs, wie er in Cyrodiil genannt wird. Ich habe nur meine Geschicklichkeit mit der Klinge anzubieten, die nicht unerheblich ist, und meine Verehrung für unseren Herrn Auriel. Wollt ihr mich akzeptieren, so unwürdig wie ich bin? Ich akzeptiere willkommen im Orden. Wir nehmen ich fühle mich geehrt, dem Orden unter eurem erlauchten Kommando beizutreten. Entschuldigt mich, ich muss ins Waffenlager gehen und mich ausrüsten, wie es einem Ritter der Neuen zukommt. Wir nehmen jeden auf hier. So, der Prophet. Ihr seid aus eurem bescheidenen Schattendasein herausgetreten und zur Legende geworden. Keine Großtat, die ihr in eurem Leben vollbracht habt, ist vergleichbar mit dem, was ihr nun geworden seid. Ihr seid eine Inkarnation von Pelinal Weißplanke, dem Fluch von Umaril dem Ungefiederten. Die Zeit ist gekommen, euer Schicksal zu erfüllen. Umaril versteckt sich im alten Tempel von Garlas Malatar. Ihr müsst dorthin gehen und ihn vernichten. Dann bin ich also bereit? Nein. Wenn ihr Umaril gegenübertretet, würdet ihr dasselbe Schicksal erleiden wie Pelinal. Aber die Zeiten ändern sich, und selbst die Gestalt des Göttlichen muss sich daran anpassen. Einst waren es die Acht, doch steht ihnen nun einer mehr zur Seite, und sie sind die Neun geworden. Meint ihr Talos? Ja, durch die Apotheose des Tiber Septim wurde das Gesicht des Göttlichen verwandelt. Talos ist aufgestiegen und aus den Acht sind Neun geworden. Also, obwohl ihr die Rüstung der Götter tragt, ist sie doch unvollständig. Ein Relikt der alten Sitten und der alten Götter. Wie vernichte ich Umaril dann? Euch, der ihr euch als Hüter dieses Reiches und mächtigster Krieger seit Jahrtausenden erwiesen habt, gewährt Talos seinen heiligen Segen. Mit den alten Gaben der Acht und der neuen Gabe des Einen gewappnet seid ihr nun bereit, gegen Umaril anzutreten. Ich würde eher behaupten, der Nerevarine sei der mächtigste Krieger seit Jahrtausenden gewesen, oder nicht? Der hat mehr Götter getötet als irgendein anderer Held aus der Elder Scrolls Saga. Zumindest von den spielbaren Charakteren. Was bewirkt der Siegen? Das wird euch ermöglichen, Umaril nach dessen Tod ins Geisterreich zu folgen. So könnt ihr seinen Leib und seine Seele für alle Zeiten vollständig vernichten. Ihr müsst zuerst seinen lebenden Körper töten. Dies liegt jenseits der Macht der meisten Sterblichen, doch ist dies nur die geringere eurer beiden Aufgaben. Seine dädrische Natur ermöglicht es seinem Geist, nach dem Tode nach Oblivion zu fliehen.
Dies hat Pelinal erfahren, als er Umaril das erste Mal besiegte. Aber ihr könnt das, was Pelinal nicht vermochte. Der Segen von Talos wird euch ermöglichen, dem Geist von Umaril zu folgen, wenn er seinen Körper verlässt. Dies ist eure Aufgabe und ihr dürft nicht versagen. Das werdet ihr auch nicht, denn die Neuen kämpfen an eurer Seite. Was ist Galas Malatar? Galas Malatar war der westlichste Vorposten des Eileidenreichs. Er wachte über die Abekanische See, wie wir sie nennen. Seit seiner Rückkehr hat Umaril Galas Malatar zu seinem Quartier gemacht. Dort müsst ihr ihn suchen. Und was ist Umaril für ein Feind? Umaril kann in seiner körperlichen Gestalt auf normale Weise nicht besiegt werden. Seine Hiebe strecken die mächtigsten Krieger mit einem einzigen Schlag nieder. Die Acht schufen die Reliquien, um Umarils grausamer Macht zu widerstehen. Versucht nicht, ihm ohne diesen göttlichen Schutz entgegenzutreten. Ich will mehr über den Geist von Umaril wissen. Als Umaril sich mit den Daedra vereinte, dehnte sich sein Geist über dieses Reich hinaus aus. Seine körperliche Gestalt kann zwischen den Reichen umherreisen, doch sein Geist ist gebunden. Wenn sein Körper zerstört wird, reist sein Geist zurück nach Oblivion und wird in den Feuern der Schöpfung neu gebildet. Mit der Rüstung der Götter und dem Segen Talos könnt ihr ihm dahin folgen, wohin Pelinal nicht gelangt ist, und seinen wahren Geist vernichten. Sobald sein Geist zerstört ist, wird er völlig ausgelöscht, getilgt aus allen Reichen der Existenz. Das war's. Ich bin bereit, würde ich mal sagen. Ich kann hier jetzt kein X machen. Eure Ritter werden sich bei Galas Malatar sammeln und auf euch warten. Ruft alle zusammen, die ihr für würdig haltet. Nicht alle, die diese Hallen betreten, werden zurückkehren. Jene, die im Dienst der Neuen fallen, werden auf ewig in den Hallen ihrer Väter weiterleben. Ich wünsche euch Glück bei eurer Mission, Kreuzritter. Wir verlassen uns auf euch. Seid gegrüßt, Kommandant. Warte mal, wo gehen die jetzt hin? Was mit euch? Sir Gaimon, Sir Laton, Sir Gukimir? Ich glaube, ich muss für diese Quest die Rüstung beibehalten, die ich jetzt Kann das sein? So. Ja, Kommandant. Sir Brelin? Geht auch schon los. Gut. Was kann ich für euch tun? Ja, ich hätte gern, dass du meine Sachen... Wenn ich es nicht reparieren kann, ist es nicht kaputt. So, den Streitkolben bitte. Einmal alles, bitte. Dann würde ich vielleicht meine Rittersachen ausrüsten. Also das hier. Das hier und das hier. Und dann hier in die Truhe. Ich pack die mal hier rein. Und hier packe ich mal meine Dingenssachen. Den, den und den. So wie die hier. Tragen immer noch zu viel. Ritter der Neuen.
Wo muss ich hin? Galas Malata, da muss ich hin. Speichere trotzdem mal. Die sind alle auf dem Weg dahin. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt überstehen werde. Aber die Priorei behalte ich definitiv, also als eine Basis. Da haben wir einen Imp. Es ist schon knuffig anzusehen, wie die alle dahin rennen wollen. So, da ist ein Pferd ohne Besitzer. Kann sich einer der Ritter gerne gönnen. Manche haben Wemerwaffen. Weitermachen. Ich folge denen mal. Zaster her oder setzt was. Der hier zieht dies sogar vor. Ich habe ja mit Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. So. Kommandant. Weitermachen. Hier ist schon wieder das nächste Oblivion-Tor. Ihr habt gefunden, ein Tor nach Oblivion. Wo genau befinde ich mich? Hier. Aber muss ich nicht nach... Oder komme ich hier... Ah, okay. Ich bin wahrscheinlich außenrum. Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, wo die hier entlang gehen. Ich fände es aber richtig cool, wenn man so wirklich alle zusammen darüber reiten. Da ist eine Nierenwurz. Ich frage mich aber wirklich, wie viele von denen das überleben werden. Ob die alle relevant sind für den weiteren Verlauf oder eher weniger.
Ich weiß nicht, was dessen Problem ist. Sollte doch gegen den Skamp hier kämpfen. Vor allem, der sieht hier jemanden schwer gerüstet. Und ist der Meinung, hier den kann er angreifen. So, wie weit noch? Quatsch, müssen wir noch vorbei. Bis nach Anvil müssen wir rüber. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, kommen denn auch alle Ritter lebendig an überhaupt? Ab Skyrim muss ich aber auch sagen, ist es irgendwie Fluch und Segen zugleich, dass relevante NPCs nicht mehr drauf gehen können. Weil an sich geil, dass die dann halt nicht also keine Quest dann quasi per blockieren. Aber andererseits, wenn das irgendwie so Charaktere sind oder sowas, die man irgendwie... Warum greift er mich jetzt an? Es müsste irgendwie die Möglichkeit geben, oder Bethesda sollte das mal machen, dass man das ein- und ausschalten könnte. So. Dass man relevante NPCs töten bzw. nicht töten kann. Dass man das ein- und ausschaltet. Ausnahme Kinder. Kinder sollte man nicht töten dürfen, finde ich. War schon in Baldur's Gate 3. Schon schreck, dass das da irgendwie über Umwege schon möglich war. Aber ich finde wirklich, man sollte das ein- und ausschalten können. Bereich wird geladen, perfekt. So. Genau, Quatsch haben wir schon passiert. Boah, ich freue mich aber auch schon, wenn wir hier irgendwann in 1000 Jahren die Baldur's Gate Reihe anfangen. Und ich meine dann wirklich die komplette Reihe, also von Baldur's Gate 1 und 2 bis 3. Vielleicht auch von Larian Studio. Hier wurde ein Pferd getötet. Und noch eine ein Clanband, okay. Aber vielleicht dann auch die ganzen anderen Spiele von Larian Studios. Wie hieß das andere da nochmal? Path of Exile, glaube ich. Oder Divinity Original Sin? Das andere? Aber würde ich irgendwann anfangen, wenn wir die Piranha Bytes Spiele durch haben. Irgendwann. Vor allem, ich wollte ja auch noch die Assassin's Creed Saga machen. Alle Teile. Dann noch GTA, Grand Theft Auto von 1
bis GTA 6 alle Teile. Gibt es so viele Spiele, die noch eigentlich in der Liste sind, die noch machen will. Aber ich werde mir da jetzt definitiv mehr Zeit für nehmen. Vor allem nicht mehr so viel auf einmal rausballern. Kingdom Come 1 und 2 sind ja auch momentan in Planung. Also Kingdom Come 1 läuft ja schon bereits. Kingdom Come 2, ich hoffe, dass wir das irgendwie nahtlos hintereinander kriegen. Dass wir, wenn wir Kingdom Come 1 durchhaben, sofort in Kingdom Come 2 reingehen können. Wildschwein. Ich habe Galas Malatar erreicht, mein Todfeind. Umaril, der Ungefiederte, erwartet mich drin. Als letzte Aufgabe bei meiner heiligen Mission muss ich ihn finden und vernichten. So, das war's mit dem. So, Malagaltor. Ah, das kenne ich sogar. Das habe ich sogar für die Endcard genutzt. Wo es da reingezoomt hatte. Aber ich sag auf jeden Fall schon mal so. Ach, da sind sie schon alle. Da warten die schon. Okay, wir quatschen gleich erstmal mit denen. Beziehungsweise ich speichere einmal. So, aber ich sag schon so. Ich habe vor, dass es jetzt erstmal ohnehin drei Let's Plays bleiben wird. So, aktuell läuft ja hier Oblivion und Kingdom Come sowie Tomb Raider. Die Reihe. Also zumindest die neuere Trilogie von Tomb Raider. Dann, wenn Tomb Raider zu Ende ist, beenden wir erst einmal Enderal und danach dann hier die Gothic-Reihe, also mit Götterdämmerung. Und dann diese Anlehnung an Gothic, also das, was die Gothic-Charaktere nimmt, aber nicht zum Kanon gehört. Hier Arcania machen wir auch noch. Seid gegrüßt, Kommandant. Ich quatsch mal mit dir. Ich stehe bereit, Kreuzritter Fürst. Sollen wir Galas Malatar angreifen? Nein, wartet auf mein Zeichen. Natürlich, Kommandant. Wir werden auf euren Befehl hin angreifen. Ja, so. Kommandant. Ich stehe bereit, Kreuzritter Fürst. Sollen wir Galas Malatar angreifen? Nein, wartet Natürlich, auf mein Zeichen. Kommandant. Wir werden auf euren Befehl hin angreifen. Seid gegrüßt, Kommandant. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt doch einer. Wer ist gestorben? Wir hatten 8 Leute gehabt. Wo ist der 8? Seid gegrüßt, Kreuzritter Fürst. Sir Arildur? Ja, Kommandant. Sir Avita, Sir Carados? Sir Thedrit, Kommandant. Sir Gaimund, gegrüßt, Kommandant. Sir Gukimir, Sir Brelen. Gegrüßt, Kommandant. Wo ist Lothan? Wo ist Sir Lothan? Kommandant. Seid gegrüßt, Kommandant. Sagt mir jetzt nicht, dass er jetzt auch gestorben ist. Unterwegs, irgendwie. Ah, okay, hier kann man nicht runterfallen. Ja, ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und...
Ciao.